Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Farmblog. Im letzten hatte ich ja gesagt, dass wir gleich mit dem 4P1 nochmal das restliche Holz, was hinten liegt, hier auf dem Anhänger packen. Dass wir dann Holz auch erstmal wegfahren können. Wollte jetzt erstmal gucken, ob ich da hinten überhaupt gut reinkomme mit dem 4P1. Schlimmer vorgestellt. Sagst du, wie es ist? So, lass mal in der besten Reaktion probieren, hier das Holz. Ah, hier oben mal reinzuschmeißen. So. Dann fahren wir noch mal kurz nach vorn. Ich hoffe ja mal, das Holz drauf bleibt. Hauptsache, wir kriegen es bis vorne zum Anhänger. Der MAN ist ja zum Glück auch schon wendiger, wie der Fendt. Scheiße. Ach du Schild der Rübenkorb. Mit der Rinne. So geht's. So, das hat auch schon mal gut funktioniert. Fahren wir wieder nach hinten. Das Zurückfahren ist halt immer so eine Sache. Man muss halt immer genau einschlagen. Und auch vor allem aufpassen mit dem Frontlader, dass du nicht irgendwo hängen bleibst, weil er voll ist. Ist nicht immer so leicht. Scheiße. Stulle zu wenig gefrühstückt. So. Kann ich mal probieren. Der den noch irgendwie drauf zu kriegen. Zack. So. Meine Fresse, ey. Hätte ich mal. Ah, scheiße, da war ein Stück Holz. So viel steht fest. Geht aber auch. Ist halt so schwer, das hätte ich echt nicht gedacht. So. Okay, nochmal eins neben stellen. Ah, komm, eins geht noch.
Ah, scheiße. Feier halt das eine Stück nach vorn. Und wenn es vorne angekommen ist, dann melde ich mich. Bis gleich. So, gerade so geschafft hat eine. Aber ich habe echt noch mal geguckt, ey, das Holz ist aber auch arschschwer, ey. Ich glaube, da müssen wir gleich mal irgendeine Lösung suchen. Zack. Ich will jetzt mal kurz Gewicht an einmal einhängen und dann bis gleich. So, mal eben fix das Gewicht dran bauen. Die 1000 Kilo müssten wir eigentlich schon mal rausmachen. Boah, die Bremsen nochmal. Dann bleibe ich jetzt diesmal mal hier stehen. So. Ruhig, ich hab mal kurz nach vorne. Wenn's gehen würde. Es kotzt halt an, dass das ständig Hälfte rausfällt. Aber bevor euch jetzt das ganze Gedue nochmal anschaut, bringe ich das ganze Holz jetzt mal nach vorne und dann bis gleich. So, das ganze Holz verladen. Okay, das Gewicht erstmal hinten an der Ecke stellen. Und fahren wir erstmal die ganze Chose nochmal schnell zum Hof. Bevor wir dann mit dem nächsten Baum beginnen. Meine Fresse, was ein Stress hier. Und mit dem Rübenkorbett wohl doch nicht so. Na doch, es hat funktioniert, aber nicht so ganz wie ich wollte. Da muss ich mir fürs nächste Mal nochmal was anderes überlegen. Wie ich das mache. Vielleicht legen wir nochmal eine große Mistgabel oder so zu, mal schauen.
Also super Ladungssicherung, würde ich mal so sagen. 1A. Zum Glück müssen wir nicht weit fahren. Dann stelle ich das Holz hier erstmal hin. Und dann gehe ich erstmal einen anderen Hänger hinter. Guck mal, ich mir jetzt nicht die Mühe, das Ganze abzuladen. Nehmen wir mal hier den kleinen mit, kleinen Gummiwagen. Den Bruns, der hat gerade schon schön Getreideaufbau drauf, den lassen wir mal da. Und den Welger auch. Die sind immer ein bisschen zu schade dafür, da Holz drauf zu klatschen. Der ist eh nicht mehr so schön, der Anhänger hier. Und für sowas reicht der. So, perfekt. Steht da. Stellen wir den Meilen erstmal ab. Dann gucken wir uns hier hinten erstmal die Lage an. Das war ja gerade schon ein großer Akt, ey. Meine Herren. Und jetzt gucken, wie der jetzt fällt. Am besten noch da. Ja, ich probiere mal mein Bestes. Ja, naja. Ja, ist das mal so nicht schlecht. Also kommen wir wenigstens gut hier dran. Zum Glück nicht die großen Stämme hier auf den Zaun. Dann sehe ich den Scheiß trotzdem erstmal klein.
So. Kleine Schnitt ist er schon mal. Also ein Großteil zumindest. Dann gehe ich mal kurz zum 311er. Hab mir nämlich gerade was ausgedacht. Und zwar könnte ich mal probieren, statt das Ganze klein zu schneiden, ob ich da mit dem 311er irgendwie nach hinten reinkomme, um da den ganzen Stamm mit der Zange wegzukriegen, mal schauen. Aber ich bin ehrlich, so ein 311er wäre auch was Feines für unseren Hof. Würde mir auch gefallen, oder so ein 38er oder so. So, wäre schon was Feines. Ein schön Fendt. Gut, jetzt haben wir erstmal einen Schlüter. Mal gucken, wie lange der durchhält. Ist ja auch schon etwas älter. So, jetzt kommt erstmal wieder das Problem hier überhaupt irgendwie reinzukommen. Der 311 ist ja schon etwas größer und weniger wendiger wieder einmal ein. Gut, hinten rein komme ich schon mal, das ist schon mal gut. So, dann richte ich mir schon mal so aus. So, dass ich jetzt nur noch hier mit der Zange irgendwie rein muss. So, perfekt. Boah, der geht schon ganz schön. Merke ich richtig beim Fahren das Gewicht, wenn ich jetzt mal so austeste. Meine Herren. Da muss ich aber aufpassen. Das ist eine Tonne, aber schon ganz schön knapp. Und Stamm der wiegt ja schon was. Jetzt hier rauszukommen, wird das zweite Problem. Ohne hier irgendwas kaputt zu machen. Naja, ich hätte nicht so einen schönen Überblick beim Fendt. Ob ich jetzt rumkomme um die Kurve. Ist ja beim MAN schön übersichtlich. Dann lasse ich ihn erstmal fallen, jetzt schiebe ich den mal so ein bisschen. Geht so. So gut funktioniert hat das nicht, aber zumindest hängt er schon mal drauf. Ich kann probieren, ihn irgendwie noch ein bisschen nach vorn zu bewegen. So. Fahr mal wieder hinten rein. Hätte ich so mit dem 311er alles machen können. Naja. Das konnte man wenigstens, wenn er mal noch mal ein bisschen austesten bei Frontlader arbeiten. Und jetzt weiß ich zumindest, dass ich für den MAN auf jeden Fall, zumindest für den Bass Frontlader, Kinglader, noch mal eine schöne Zange oder so brauche. Muss ich mir mal irgendwas angucken, ob ich da irgendwas brauchen könnte. Das wäre schon sinnvoll. Weil ich so eine Sachen ja auch öfters mache.
den probiere ich mir mal so ein bisschen. Ja, so ein bisschen habe ich noch überzogen bekommen. So, hier kann ich wieder. Ah, jetzt zeigen wir wieder zu. So. Das passt schon mal. Opa, so. Das müsste auch gehen. Kann ich mit den beiden schon mal nach vorne ziehen. Ich könnte es mir aber auch. Ah, da habe ich auch nicht dran gedacht, ne? Doch, das mache ich jetzt mal. Ah, ne, das nicht. So. Ich komme nicht rum. Dann ziehe ich mit dem Anhänger jetzt mal noch kurz nach vorne und stelle mich an eine Straße. Dann kann ich nämlich direkt über den Zaun laden. Hätte ich auch früher drauf kommen können, ja. Naja. So weiß ich zumindest fürs nächste Mal. Baller. Einfach ein bisschen schnell. So. Perfekt. Hätte ich das nächste Holz. Und dann werde ich jetzt zwischen dem nächsten und diesem Ende des Blocks das ganze Holz hier noch verladen. Und dann sehen wir uns in alter Frische beim nächsten Mal am Hof wieder. Wenn die beiden Anhänger voller Holz beladen nebeneinander stehen. Und dann bis dann. Haut rein und ciao, ciao.